Ich moderiere euch jetzt an. Hallo, ihr Lieben, beim Opening von den Datenspuren, beziehungsweise heute auch mit Vorstellung der anarchistischen Tage. Nina und Kurt werden uns gleich viel erzählen und ich hole uns noch die Knutaler Leute ran. Währenddessen die beiden uns erzählen, was uns jetzt alles das Wochenende erwartet. Viel Spaß und ich flitze jetzt für euch nochmal weg. Danke. Wow. Ah, ich glaube, da sind die Knutaler Leute sehr gut. Ja. Ja, herzlich willkommen hier zu den Datenspuren 2024. Die Frage ist genau, ob es noch irgendwie ein Hintergrundbild gibt von uns? Ansonsten irgendwie den Infobeamer vielleicht laufen lassen. Alles auch egal. Also ja, herzlich willkommen hier zu den Datenspuren 2024. Dieses Jahr sind 20 Jahre Datenspuren. 2004 am 8. Mai war die erste Veranstaltung im Medienkulturzentrum im Pentagon. Und eröffnet wurde die Veranstaltung von einem Vortrag von Professor Fitzmann. Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Datenschutz. Und das ist auch so ein bisschen, ja, worum sich hier die Veranstaltung immer dreht, dass wir probieren, hier Technik ferneren Publikum und so weiter unsere Themen näher zu bringen, vor allem auch Datenschutz, Technikfolgen, Abschätzung, Privatsphäre dort für zu sensibilisieren. Das zeigt sich dann auch im bunten Potpourri an Themen, was wir immer haben, von über Netzwerktechnik bis zu Verschlüsselung und Nutzung von freien Diensten, Open Data im Internet. Genau. Ja, ich würde einfach einen ganz kleinen Abriss mal über die Geschichte geben, wie sich die Datenspuren so entwickelt haben und dann kommen wir hier zum aktuellen Teil. Bis 2007 waren die Datenspuren im Pentagon, dann sind sie umgezogen ab 2005 in die Scheune in Dresden. Heute auch nur noch eine Ruine, die wird wieder neu aufgebaut, aber da sind wir nicht schuld. Genau, dort waren wir bis 2014 und wir sind dann auch irgendwann in den Herbst gezogen ab 2009. 2012 gab es bei uns zum ersten Mal den Junghacker-Track, seitdem gibt es es auch überall, also dort quasi an das junge Publikum wieder gewendet, mit Hinblick auf, wir wollen unsere Themen der breiteren Öffentlichkeit präsentieren. 2015 bis 2017 waren wir dann in den technischen Sammlungen, unter anderem, weil auch dann die Scheune renoviert wurde. Dort war nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Während man in der Scheune natürlich so im Herzen der Neustadt war und ein bisschen Laufpublikum hatte, waren die technischen Sammlungen schon ein bisschen weiter außerhalb, aber auch sehr schön vom ganzen Ambiente her, mit der Technik drumherum, mit dem Computermuseum. Genau. Und dann wurde hier das Zentralwerk genossenschaftlich hergerichtet. Wir sind hier ins Zentralwerk gezogen. Unten, wer noch nicht da war, kann sich das gerne mal angucken, sind unsere Clubräume. Und dann hat sich natürlich dieses schöne, wunderschöne Gebäude hier angeboten, die Datenspuren zu machen. Und da haben wir uns dann auch das erste Mal Verstärkung geholt von den Libertären Tagen. Und da kommen wir dann gleich nochmal dazu. Genau, und jetzt sind wir hier seit einigen Jahren hier erfolgreich immer im Saalgebäude unterwegs. 2020 mussten wir einen Remote-Kongress machen. Da haben wir hier nur Roboter zugelassen und haben uns alle im Work-Adventure getroffen und hier alles nachgepixelt. Das war auch sehr erfolgreich. Genau, also die Datenspuren seit 20 Jahren immer wieder hier am Start. Und jetzt 2024 sind sie nochmal größer geworden, nochmal mehr Räume bespielen wir. Und mit viel Programm kommen wir dann gegen Ende nochmal dazu. Und jetzt würde ich mal ganz kurz an die Libertären Tage weitergeben. Ja, hallo, auch von mir. Wir haben so einen kleinen Namenschange. Die Libertären Tage heißen jetzt anarchistische Tage seit diesem Jahr. Aber erstmal von uns ganz herzlichen Glückwunsch für die 20 Jahre. Großartig, großartige Programme, großartige Leute. Und wir sind mega stolz, dass wir Teil dessen mittlerweile sind. Seit was hast du gesagt? 2018? Oder 2019. Genau. Ja, die anarchistischen Tage ist ein Format, die so anarchistische und antiautoritäre Gedanken und Ideen in die Stadt bringen und immer so eine Woche lang das im September machen und jetzt immer so verknüpft, dass wir genau dieses Wochenende teilen. Und wir fanden das sehr charmant, dass wir da damals zusammengekommen sind, weil diese Verbindung zwischen Gesellschaft und Technik ja doch sehr wichtig ist heutzutage so im 21. Jahrhundert.
Und gerade so technologiekritische Perspektiven sollten unserer Meinung nach eigentlich doch immer antiautoritär sein, damit es nicht noch mehr Jeff Bezos und Faschismus gibt. Weil wir sehen ja, der Weg von so... Der Weg von so liberalen Ideen zu faschistischen Tech-Bros scheint gerade sehr kurz zu sein und Silicon Valley mittlerweile teilweise rechter als Teile von Sachsen. Das ist hart. Da muss man sich anstrengen. Genau, nee, aber ja, deswegen sind wir mega froh, dass wir mittlerweile so viele Jahre das zusammen machen. Das ist ein bisschen wie so eine alte Beziehung. Es gibt Challenging-Momente und es gibt richtig schöne Momente. Ich fand das Frühstück heute zum Beispiel einen richtig schönen Start in den Tag. Und ja, wir hoffen, dass wir das noch ein bisschen weitermachen können, dass wir die Challenging-Momente immer gut ausdiskutieren können und dann die schönen Momente gemeinsam genießen. Das ist schön gesagt. Gut. Jo. Dann würde ich jetzt ein bisschen zu den aktuellen Datensprüngen kommen. Knut Thaler, seid ihr hier am Start? Nice. So, wir haben irgendwo ein Kabel. Da ist ein Kabel. Und dann gibt es Bild. Und jetzt stellen wir euch, wir probieren hier immer Neuerungen zu machen. Und dieses Mal machen wir hier einfach spurlos bezahlen auf den Datenspuren und stellen Knut Thaler vor. Und da jetzt mal einen ganz kurzen Abriss für euch, dass ihr das kurz gehört habt, dass wenn ihr rausgeht, euch genau kümmern könnt, entsprechend Konto oder irgendwas zu öffnen, aber dazu wird ihr jetzt mehr hören. Jawohl, vielen Dank. Wie gerade schon angesprochen, wir wollen dieses Jahr auf den Datenspuren spurlos bezahlen können. Da sagt ihr, das könnt ihr ja eh schon lange, das macht ihr seit 20 Jahren mit Bargeld. Das Neue ist, man kann dieses Jahr auch spurlos digital bezahlen. Wie machen wir das? Wir haben natürlich nicht irgendwie uns hier alles neu selbst ausgedacht, sondern wir benutzen Knut Thaler. Das ist ein Projekt, das schon seit 2015 rum existiert. Thaler ist ein digitales Bezahlsystem, also keine eigene Währung, keine Blockchain, keine Distributed Consensus Probleme. Keine eigene Währung eben, sondern ein Bezahlsystem für eine existierende Währung. Freie Software, auch ein wichtiger Punkt. Und GNU Thaler ist an sich erstmal eine Protokollspezifikation, wie Bezahlungen ablaufen können. Und die Referenzimplementierung ist eben als freie Software. Spurlos. Deshalb, weil man als Käufer anonym bleiben kann gegenüber oder anonym bleibt gegenüber dem zentralen Zahlungsdienstleister, also anders als bei einer Überweisung oder PayPal oder was es da alles gibt, kann der Zahlungsdienstleister nicht sehen, dass ihr bezahlt habt. Aber auf der anderen Seite gibt es Einkommenstransparenz für die Verkäufer und das verhindert Sachen wie Steuerhinterziehung oder Geldwäsche und ermöglicht es auch in einer legalen Form anzuwenden. Also eigentlich GNU Thaler, digitales Bezahlen, so wie es sein sollte. Das denken wir und deshalb wollen wir euch das hier auch mal ausprobieren lassen. Wie gesagt, bei uns heißen die spurlos. Ich gehe jetzt ganz kurz drei Schritte durch, wie man das selber ausprobieren kann. Erstens, ihr installiert eine App, entweder für Android, iOS oder auch als Extension für den Browser. Das ist eure digitale Geldbörse, da ist euer Geld dann drin. Dann macht ihr entweder eine Überweisung per Echtzeit, das ist wichtig, weil wenn ihr nicht Echtzeit macht und wir haben Wochenende, dann kann es sein, dass das erst nach den Datenspuren bei euch ankommt. Also Echtzeitüberweisung digital. Oder ihr findet jemand, der schon Thaler hat oder Spurloser hat, tauscht mit demjenigen gegen Bargeld. Wir sind dann auch vorne am Tisch, da könnt ihr einfach vorbeikommen und das dort machen. Und das Dritte ist, ihr geht dann irgendwie zur Bar oder an die Infotheke, kauft euch ein T-Shirt, irgendeine Mate
und oder spendet fürs Mittagessen an die Küfer. Das macht ihr einfach mit eurem App, scannt ihr einen QR-Code und dann funktioniert das. Mehr Infos zur Benutzung, wie gesagt, wir haben vorne einen Tisch, da könnt ihr einfach vorbeikommen, auch noch technischere Fragen dazu klären, wenn ihr wissen wollt, wie das im Hintergrund funktioniert. Ansonsten haben wir ein kleines Einführungstutorial auch auf thaler.datenspuren.de. Und noch mehr Infos zur Technik dahinter, auch heute noch in einem Vortrag um 16.30 Uhr im Kabinett. Und einen Workshop haben wir heute um 18.45 Uhr im Seminarraum. Wir freuen uns auf euch. Gut, ein paar Minuten haben wir noch, bis hier unser Slot vorbei ist. Deshalb nochmal ein paar Dinge hier heute zum heutigen Ablauf. Also genau, viel Spaß bei euch bei dem Programm. Vorträge und Workshops gibt es. Man kann sich auch hier gut treffen. Das Wetter haben wir extra schön bestellt. Man kann also schön im Hof rumchillen auch. Genau, es gibt Vorträge hier, kleiner Saal ist dort oben, das Kabinett ist in die Richtung, das Barfoyer ist in die Richtung. Dann gibt es im Haupthaus noch den Junghacker-Track, das ist die Tür runter und dann rechts und die Treppe runter und rechts. Und dann gibt es noch einen Raum, Treppe hoch und rechts, das ist der Seminarraum und dort findet ihr auch das IZ auf der Etage. Und ja, wenn ihr euch irgendwo nicht ausfindet... Darf ich auch? Ah ja, das IZ ist hier im Turm. Da müsst ihr von der anderen Seite rumgehen. Aber da sind so Schilder. Es wurden ganz viele tolle Schilder aufgehangen gestern. Gut. Ja, also auf jeden Fall im Haupthaus ist auch noch was, wenn ihr da was sucht. Genau. Wenn ihr helfen wollt, wir haben ein Engelsystem. Die Leute, die Chaos-Veranstaltungen kennen, dort einfach einloggen, registrieren, je nachdem, ob ihr schon einen Account habt oder noch einen braucht. Ihr könnt auch so helfen, dort bitte dann einfach an den Infotresen gehen und da wird euch weitergeholfen. Dann tragen wir euch in die Schichten einfach ein. Das ist auch kein Problem. Knut Thaler habt ihr gehört. Dann gibt es noch ein paar Workshops, die sind hier auch im Raum verteilt. Es wird, wie gesagt, der Junghacker-Track angeboten. Es gibt Stickmaschinen hier im Haus, wird Siebdruck geben. Es wird draußen einen kleinen Kunstmarkt geben, unter anderem auch mit schön getöpferten Tassen. Und es wird Küche für alle im Hof geben. Und bezüglich den Tassen, da können wir mal eine hier hochhalten. Da haben wir auch eine Sonder Datenspuren C3D2 Edition. Das ist die Nummer 36. Wir haben eine limitierte Anzahl an Tassen und die Nummern 5, 23 und 42 werden heute im Laufe des Tages auch noch meistbietend versteigert. Da werden dann die Heralde bestimmt mehr zu sagen, wenn das ansteht. Heute Abend auch noch Game Show, wo fleißig Partizipierende gesucht werden. Wer da also Bock hat, auch gerne hier irgendwie an Helfende wenden, an Infotresen wenden, Bescheid geben und viel Spaß euch hier.